Willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Revelations. Hier ist die Goretti und ich stehe unmittelbar vor der Hauptmission. Und natürlich ist das mal wieder Sperrgebiet. Ich gehe einfach mal durchs Tor, mal gucken, was so passiert. Da bin ich ja kackendreist, ne? Oh, okay. Überbringer gemischter Nachrichten. Ezio hat den Standort der Templerarmee entdeckt, aber dabei einen Unschuldigen getötet. Sprechen Sie mit Süleyman über diese Tragödie. Niemanden töten? Ups. Okay, ich weiß nicht. Da hinten sehe ich schon Janitscharen. Ist das so günstig, hier einfach durchzugehen? Da vorne sehe ich ein paar... wo bewegen die sich hin? Die bewegen sich von mir weg. Das ist gut. Da vorne sehe ich ein paar Roma. Die nehme ich einfach mal mit. Können wir helfen? Ja. Kommt mal einfach mit mir mit. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, euch einfach erstmal mitzunehmen. Da hinten ist auch nochmal irgendwer. Kommt mal mit, Mädels. Schön an mir dranbleiben. Nicht weggehen. So, pass auf. Ihr? Nein, 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 nein. Was passiert hier? Das soll hier eigentlich nicht passieren. Wie markiere ich die nochmal? Die kommen da einfach so durch. Na gut, pass auf, dann nehmen wir uns mal die nächsten vor. Was heißt die nächsten vor? Wir mieten die nächsten an und versuchen da einfach mal durchzugehen. Die lassen wir mal abwenden, mal gucken, was passiert. Schlimmstenfalls muss ich halt wegrennen. Rennen muss ich dann, schlimmstenfalls. Oh, das hat aber besser funktioniert, als ich mir gedacht hätte. Oh, sehr fein, ich bin schon mal drin. Näher an den Ort, an den ich heran muss. Da hinten kommen noch mal ein paar Wachen. Komm, den weichen wir einfach mal hier hinten herum ein bisschen aus. So ist das gut. Was auch immer hier du sagst. Passt schon, mein Freund, passt schon. Bin ich eigentlich noch weit weg von der Hauptmission der sogenannten? Da hinten sehe ich noch ein paar Janitscharen. Ich denke, den Rest könnte ich vielleicht über die Dächer ausprobieren. Da hinten wären noch ein paar. Das heißt, ich könnte vielleicht mit den nächsten durch das nächste Tor. Versuchen wir es mal. Weil da ist doch noch ein Tor. Muss ich da auch noch durch? Könnte sein, ne? Ja, macht ihr mal. Oh, das war knapp. Die habe ich gar nicht erwartet. Wow, wow, wow. Das war irgendwie unerwartet. Was ist hier drin? Toll, ein geschlossenes Gadali. Nein, doch nicht. Es geht hier hinten weiter. Es macht gerade Spaß, muss ich so schon sagen. Warte, lass mal gucken, wo die... Nein, ihr kommt jetzt nicht hier rüber. Nein, ihr nehmt mir jetzt nicht meine Roma weg. Vergesst es, vergesst es. Ihr geht schön woanders lang. Aber vielleicht bin ich auch schon dicht genug. Guck mal, da hinten sind noch mehr. Ja, wir wandern einfach mal weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht wäre es geschickter, tatsächlich einfach mal über die Dächer zu gehen oder so. Ich... Boah, nee, auf den Dächern sind ja auch Wachen. Das ist irgendwie...
alles nicht so ganz befriedigend. Mädels, kommt hier mit rüber. Ihr verlasst mich jetzt bitte nicht. Nicht wegen dieser Halunken. Ihr bleibt einfach fein in meiner Nähe. So ist es brav. So seid ihr, liebe Fräuchen. Ja, komm mit, komm mit. Oh mein Gott. Dass die immer so viel singen, die Mädels. Ist er jetzt weggegangen? Ist er in eine andere Richtung gegangen? Scheinbar ja. Mädels, schön in meiner Nähe bleiben. So ist es brav. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Okay. Nein, 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 nein. Schön bei mir bleiben. So ist es brav. So, ich versuche jetzt tatsächlich einfach mal über die Dächer irgendwie weiterzukommen, weil ich glaube, dass das hier nur noch sehr wenig Zweck hat. Komme ich hier hoch? Ja. Nein, nein, nein. Du kennst mich nicht. So, das ist ja auch schon gleich hier. Runter mit dir, Ezio. Hoch mit dir, Ezio. Oh, oh. Das ist, muss doch direkt hier unter mir sein, so mehr oder weniger. Das wird dieser Turm da hinten sein. Gut, dass ich hier hochgegangen bin. Der hat natürlich weiter nach mir gesucht. Auf den Turm muss ich wahrscheinlich drauf, oder? Nein. Gott, wie weit bin ich denn davon noch entfernt? Kann ich das hier sehen? Nicht mehr so weit, ne? Eieieiei. Es bleibt spannend. So, wo ist der Knilch? Der läuft hier herum. Der geht jetzt da hinüber. Sehr schön. Oh Gott. Wie viele sind das denn noch? Stopp. Kommt her. Klingt nach Spaß, findest du? Finde ich gerade gar nicht. Naja, also wirklich unspaßig. Da ist er ja. Meine Güte, nee. Ich wusste es. Hallo, Suleiman. Mensch. Tariq war kein Verräter, Suleiman. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr... Es tut mir leid. Gott vergib mir. Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. Ach, Tariq, wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Die Waffen sind jetzt in Kappadokia. Könnt ihr mich hinbringen? Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor... Suleiman, Suleiman. Man stellte mir eine Falle und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tariq, den Janitscharen? Mit dem ihr euch gestritten habt? Er wurde ermordet. Es ist bekannt, dass wir uns überworfen hatten. Jetzt werden die Janitscharen mich verantwortlich machen. Welch schreckliche Neuigkeiten. Wenn mein Vater davon erfährt, lässt er mich aus der Stadt verbannen. Oh, vergib mir, Neffe. Ich wusste nicht, dass du einen Gast hast. Das ist Marcello, einer meiner europäischen Berater in Kefe. Buonasera. Marcello, mein Neffe und ich haben private Angelegenheiten zu besprechen. Wie gesagt, ein Schiff wird auf euch warten, wenn ihr abreisen wollt. Grazie, mio principe. Wir werden den Schuldigen für dieses Verbrechen finden, Onkel. Habt Geduld. Oje, oje, oje. Ja. Muss ich jetzt wieder hier rauskommen?
Das ist nicht dein Ernst. Was? Ezio, sag mal. Das ist nicht dein Ernst. Ja gut, das Rauskommen scheint ja eher etwas schneller zu gehen. Ich springe einfach da über die Mauer, würde ich mal so sagen. Und dann bin ich so gut wie draußen. Das ist eine gute Idee. Ja gut, Warnung aus dem Gebiet fliegt. Sag mal, Mädels, was steht ihr mir in dem Weg? Meine Güte, nee, seid ihr anstrengend. Eieieiei. Ja, das war auch wieder sehr knapp. Aber gut, wir haben es geschafft. So, Mädels, ich bin euch sehr dankbar. Tschüss. Das kann ich nicht. Ach, Ezio, was hältst... Wo hältst du dich denn da fest, verdammt? Runter da! Was ist denn jetzt passiert? Bin ich etwa desynchronisiert worden, weil ich selber gestorben bin? Na, das klappt ja wieder prima. Ach, schön, schön. Ich könnte eine einzige Roma anheuern, das ist aber nicht viel. Ja, schön. Ist jetzt die Frage, ob ich jetzt weiter Hauptmission machen möchte. Wo geht denn die Hauptmission weiter? Oder ob ich mich so ein bisschen auf die Nebenmissionen stürze. Ich bin direkt daneben, ne? Eigentlich bin ich ja direkt neben der Hauptmission. Aber ich hätte auch wohl wieder mal Lust auf so eine Meister-Assassinen-Mission. Für die verbleibende Zeit werde ich das auch mal versuchen. Ich weiß zwar nicht, ob das so das Wahre sein wird, nach dem Chaos dieser Hauptmission, aber egal. Ich weiß gar nicht, was am Ende jetzt... Okay, Hauptmission. In der Stadt erzählt man sich, ihr verließet uns. Bleibt nichts, was ich tue, geheim? Keine Sorge, Bruder. Der Kapitän eures Schiffs ist ein Freund. Doch jetzt geht erst einmal keiner von euch irgendwohin. Die Janitscharen schlossen die Sperrkette am Eingang des Halitsch und riegelten die Stadt ab bis zu eurer Ergreifung. Sie spannten die Kette für mich? Wir werden später feiern. Hier, ich habe etwas für euch. Vorsicht, es ist 50 Mal stärker als unsere normalen Bomben. Ich bin sozusagen mal wieder in die Hauptmission gestolpert. Segel setzen. Manuel ist über das Meer aus der Stadt geflohen und die Janitscharen wollen Ezios Tod. Woher wissen die jetzt plötzlich, dass Ezio daran schuld ist? Gehen Sie den Janitscharen aus dem Weg und verlassen Sie die Stadt, um Manuel zu folgen. Niemand mit Klingen töten. Was auch immer. Ich weiß, was zu tun ist. Die Spannung ist greifbar. Yusuf wartet. Un favore. Ja? Es gibt da eine Frau mit einem Buchladen am alten Polo-Handelsposten. Sophia. Passt auf sie auf. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Ihr habt mein Wort. Ruft eure Männer. Das hier wird Aufsehen erregen. Genau, mein Freund. Ruft deine Männer. Yusufs Bonde am Sockel der großen Sperrkette anbringen. Ja, dann schauen wir mal. Da sind schon die Janitscharen, die mich natürlich sofort erkennen als derjenige welche, der hier alles kaputt macht. Dann markieren wir die mal. Gebt ihnen was zu tun. Lenken wir die doch einfach mal ab. Ist die Frage, ob das so klug war? Ob die tatsächlich abgelenkt sind? Die Kerle da oben? Wie schaut's damit aus? Okay, die haben mich kurz gesehen, jetzt aber nicht mehr. Würdest du bitte auch weitergehen? Ach, komm schon.
Bleibt er jetzt die ganze Zeit da stehen, oder was? Das geht ja gar nicht. Gibt es noch einen anderen Weg da rein? Er geht weiter. Sehr gut. Lauf, 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 Ezio. Sehr gut. Das hat geklappt. Ob gewollt oder ungewollt, egal. Wir sprengen diese Kette und wir sind nicht gesehen worden. Oh oh, du stehst ein bisschen dicht dran, mein Freund. Eieiei. Ja. Klar, wir setzen eine kleine Bombe und ein Bollwerk, das 500 Jahre stand, geht kaputt. Okay, lauf, Ezio. Er ist schon entwischt. Sie wollen euer Schiff aufhalten. Ihr kümmert euch darum. Wir säubern die... Okay, das heißt, wir setzen jetzt hier alles in Brand, ja? Ach du Schande, nee. Worauf müssen wir denn alle schießen hier? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich baller einfach alles kaputt hier. Okay, schön, dass Yusuf uns geholfen hat. Ezio, schön festhalten das Ding und alles kaputt brennen. Nimm mal ein bisschen Medizin, mein Freund. Geht das nicht? Scheibenkleister. Ey, wieso kann ich keine Medizin nehmen? Wieso nicht? Na, das klappt ja wieder prima. Oh mein Gott, was freut mich das. Die Schiffe sind bewaffnet. Sie wollen euer Schiff aufhalten. Ihr kümmert euch darum. Wir säubern die Docks. Okay. Ah, griechisches Feuer. Ich mag die Art, wie ihr denkt, Ezio. Oh, jetzt reicht es aber. Nimm das Ding. Wieso geht das nicht nach oben? Ah, so, verstehe. Jetzt kapiere ich, wie man das Ding steuert. Das ist schon mal kaputt. Nee, nach oben. Wir fackeln hier einfach alles ab. So wie es ausschaut. Was müssen wir hier denn noch alles abfackeln? Ach komm, nach oben mit dem Ding. Boah. Geht das auch ein bisschen weiter? Jetzt fangen wir schon wieder auf mich zu schießen. Ey, ich krieg die Krise. Ein bisschen Dollar, Ezio. Boah. Ey, wieso? Ah. Das geht ja gar nicht. Ich bin gleich wieder tot. Und somit desynchronisiert. Ja, ja. Ich kann auch keine Medizin nehmen. Das geht einfach nicht. Ja. Ah, komm schon. Komm schon, Ezio. Warum sehe ich hier nichts? Oh, bitte, 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 bitte. Ah, das sieht... Man sieht echt gar nichts. Kann man auch weiter ballern als das hier? Na, komm schon. Komm schon. Okay. Ich weiß nicht, welche Schiffe ich noch alles kaputt ballern muss. Hoch mit dem Gerät. Hoch mit dem Gerät. Ich glaube, wir haben sie alle, oder? Oh, Gott sei Dank. Entschuldigung. Da musste ich gerade mal eben ein wenig husten. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich habe es mal einfach irgendwie gemacht. Und jetzt muss ich, glaube ich... Oh, da hinten ist unser Boot. Okay. Ich habe 2 Minuten, das Ding zu erreichen. Lauf, Ezio. Darüber. Ja, genau. Fall doch ins Feuer. Alterchen, hoch da. Rüber. Weiterlaufen. Oh, diese Kameraeinstellung macht mich fertig. Wohin jetzt? Darüber. Oh, 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 oh. Ezio, lauf einfach. Lauf einfach, mein Freund. Ah, würde bitte die Kamera nicht so dämlich wackeln.
Das wäre total toll. Ich sehe überhaupt nichts. Das kann ich euch nur sagen. Ich sehe gar nichts. Rein gar nichts. Und die Kamera nervt mich total. Ja, was denn? Alles ist gut, mein Freund. Alles ist gut. Ich laufe da nur rüber. Lauf, Ezio. Ach, komm. Dürfte ich? Wo muss ich hin? Da muss ich lang. Okay, lauf. Versucht es nur. Ich bin schon an euch vorbei. Vergesst es. Ihr kriegt mich sowieso nicht. Puh. Das war nicht gerade sehr subtil. Oh, Gott im Himmel. Sie verzeiht die Verspätung. Was für eine chaotische Folge. Ich habe das gar nicht mehr so chaotisch in Erinnerung von damals, als ich das Spiel gespielt habe, muss ich ehrlich gestehen. Also auch schön. Segel sind gesetzt. Sequenz 6 ist somit beendet. Meine Güte, nee. Was für ein Chaos. Ich brauche irgendeine. Du weißt doch etwas, oder? Du weißt, was da draußen ist. Ich habe eine Idee, ja. Komm schon, Bill. Du machst keine halben Sachen. Was glaubst du, finden wir? Mit etwas Glück noch einen Schatz. Mit sehr viel Glück. Etwas, das diesen verdammten Krieg beendet. Das ist mir zu hoch, Bill. Hör zu, Sean. Ich weiß wirklich nicht, was wir finden werden. Aber was es auch sein mag, die Templer dürfen es nicht haben. Okay. Was auch immer. Ah, sehr schön. Wir sind mal wieder auf der Animus-Insel. Bei Clay Kaczmarek. Auch bekannt als Subjekt 16. Zum Beispiel? Das Ausreißen, deine Eltern zu verlassen, einen Scheißjob zu machen und so zu tun, als wärst du produktiv? Wie ist es, wenn man sich sein ganzes Leben vor schweren Entscheidungen drückt? Ach komm. Klar, du bist ein Assassine. Aber es war nicht deine Wahl. Worauf willst du hinaus? Ich will wissen, ob du etwas bereust. Sicher. Ich wünschte, ich hätte mehr Geduld mit meinen Eltern gehabt. Ihnen mehr zugehört. Und Lucy. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich... Ich weiß es nicht. Dankeschön. Wofür? Für etwas Vernunft. Was auch immer, mein Freund, was auch immer. Checkpoint erreicht. Wundervoll. Sean, geht es dir gut? Klar, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie, für irgendjemand irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte? Ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von 10 Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst. Ist das so? Ja, sehr schön. Aber dann würde ich sagen, Folge ist auch jetzt wieder etwas länger. Auch wenn sie sehr chaotisch war, setze ich jetzt hier einen Schnitt. Und wie es dann weitergeht um unseren Freund Ezio, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bis hierher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr fandet die Folge nicht allzu chaotisch. Wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!